Hier haben wir die nagelneue Graupner MZ24 Pro. Mit der MZ24 Pro hat die MZ24 ein Rundum-Update-Paket bekommen. Sowohl die Hardware, aber vor allem auch die Software haben einige neue Funktionen und einige neue Features bekommen. Bereits auf den ersten Blick kann man die MZ24 Pro von der MZ24 unterscheiden. Die Knüppeleinfassungen, der Ein-Ausschalter sowie die Drehgeber sind bei der Pro rot eloxiert. Das Haupt-Hardware-Update sind die achtfach kugelgelagerten Aluminium-Knüppelaggregate, welche nicht nur robuster sind, sondern sich auch deutlich präziser anfühlen. Sämtliche Schalter und Drehgeber sind selbstverständlich wie gewohnt frei zuordnenbar und frei programmierbar. Dank der Gummierung an der Seite des Senders liegt die MZ24 Pro sehr gut in der Hand. Auf der Rückseite des Senders befindet sich die Datenbuchse, die Kopfhörerbuchse, der USB-Anschluss sowie der Micro-SD-Kartenslot. Das zweite Hardware-Update haben wir bei der Stromversorgung der MZ24 Pro. Hier kommt nun ein etwas größerer 1S2P 5000 mAh Lithium-Polymer-Akku zum Einsatz. Das umfangreichere Update hat bei der MZ24 Pro die Software bekommen. Hier sehen wir bereits am Startbildschirm die erste neue Funktion. So kann jetzt das HF-Modul über den Button ein- und ausgeschalten werden. Neben den neuen Symbolen der einzelnen Menüpunkte haben die unterschiedlichen Menüebenen verschiedene Farben bekommen. So kann man diese immer eindeutig zuordnen. Eine weitere Neuerung sind die zusätzlichen Modelltypen. So kommen zu den Standardmodellen Helikopter, Motormodell und Segelflieger nun auch die Modelltypen Fahrzeug, Kopter und Boot hinzu. Ein weiterer neuer Menüpunkt ist der Menüpunkt Ankünden. Hier können Sprachansagen, Flugphasen zugewiesen werden oder einfach einem Schalter zugewiesen werden. Bereits vorinstalliert sind an die 50 Ansagen. Es können zusätzlich benutzereigene Ansagen über die Hot Update Software auf den Sender geladen werden. Die einzelnen Modelltypen unterscheiden sich im Wesentlichen an den Menüpunkten im Funktionsmenü. So werden beispielsweise beim Kopter Menüpunkte wie Tafelscheibenmischer oder Pitchkurve ausgeblendet und man hat ein übersichtlicheres Menü. Ein bereits bekannter Menüpunkt, der Kanalsequenzer, wurde überarbeitet und übersichtlicher umgesetzt. Die MZ24 Pro ist ein gelungenes Update der MZ24. Viele Kundenwünsche der MZ24 wurden bei der Pro umgesetzt und verbessert. Die Aluminium-Knüppelaggregate sorgen für ein präzises Steuergefühl und für eine lange Lebensdauer.